Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen kleinen Tutorial von VoiceOver P2 GSM. Es ist ein kleiner Nachtrag zu unseren beiden Videos zur Einrichtung der Mikro-PBX. Man hätte es nicht gedacht, aber es gab da wohl ein, zwei doch Probleme bei Usern, die die PBX auf eigenen Systemen installieren wollten. Wir hatten ja die Empfehlung ausgesprochen, das Ganze extern zu machen, zum Beispiel bei NetCup, dort sich eine VM zu mieten. Da habe ich A, keine Stromkosten, B, ist die natürlich sehr redundant. Ich habe dort ein RAID 10 und ähnliches. Da sind also viele, viele Vorteile dafür sprechen. Aber vielleicht gerade zur Entwicklung und ähnlichen und so weiter möchte man das eben gerne erstmal im eigenen Haus probieren und dazu halt eine eigene VM nutzen. Wir sind nun mal mit Oracle sehr verbunden, da wir auch die Datenbank nutzen, ähnliches und so weiter. Deshalb ist für uns das einfache Tool die VirtualBox von Oracle. Auch also ja kostenlos. B lässt sie sich auf den Server perfekt integrieren. Es gibt also als Oberfläche und Schnittstelle ja diese tolle PHP-VirtualBox-Umsetzung, was auch gut funktioniert, was wir auch bei uns auf verschiedenen Sachen laufen haben. Wir möchten es gerne noch mal zeigen, die VM-Einrichtung mit VirtualBox und auch wie einfach das eigentlich funktioniert. Und nur darauf soll sich das Video auch beschränken. Also ich habe jetzt hier VirtualBox 6.0, eine aktuelle Version. Und wir fangen also an, wir erstellen eine neue Maschine und die nennen wir mal MicroTest. Dann möchte er das Ganze in ein entsprechendes Laufwerk gepackt haben. So, dann machen wir das jetzt hier hin. Das ist eigentlich nur nebensächlich hier, aber wir nehmen halt irgendein Bildchen uns raus, was wir hier einstellen, dann ist das schon okay. So, Arbeitsspeicher, sagen wir mal, wir haben 2 GB in der Maschine drin, das reicht vermutlich erstmal aus. Dann brauchen wir eine Festplatte dazu, genau, das ist alles richtig, das ist auch okay für den Zweck. Und hier fragt er uns welche. Jetzt machen wir hier eine kleine Änderung, weil wir brauchen am Ende 2 Platten. Da sind wir mit 8 GB schon sehr gut dabei und erzeugen diese Platte. Und dann ist ja die Maschine eigentlich schon fertig. Bevor ich jetzt aber starte, gehe ich gleich wieder auf die Änderungen. Und wir fangen mal an beim System und geben wenigstens noch einen zweiten Kern hinzu. Wir haben genügend zur Verfügung. Beim Speicher nehmen wir den Controller. Fügen eine weitere Festplatte hinzu, neue Platte erzeugen, wieder eine VDI, wieder dynamisch assoziiert, genau, nehmen unseren Namen von eben, der Ordnung halber, und sagen, das ist die 2, auch hier 8 GB, gut ausreichend für genügend Sprachdateien und andere Sachen, die ich alles so speichern möchte eventuell, und dann erzeugen wir die Platte auch. Jetzt können wir schon die entsprechende ISO einlegen, das wäre dann für uns die 2020er Version, die neue. Und dann ist das konfiguriert. Wir brauchen noch ein bisschen Netzwerk. Ich nehme jetzt einfach mal eine Brücke, eine Bridge. So, dann ist das auch eingestellt. Und damit ist die komplette VM konfiguriert. So, jetzt starten wir das Ganze. So, dann müssen wir vermutlich ein klein wenig Geduld haben. Dann sollte irgendwann das Fenster aufgehen. So. Die Live-CD, die ISO fährt hoch, wird geladen, klingt vielleicht besser, ja, wir warten da ein bisschen drauf. So, na, müsste jetzt jeden Moment fertig sein, es ist auch die Live-CD, hier steht es auch, ist erkannt worden, dass es um die Live-CD geht. So, die Interfaces, das sollte gehen. So, und da sind wir, wie gewohnt, der Bildschirm. Wie gesagt, hier oben steht es auch nochmal in Rot, das ist die Live-CD, das heißt, Änderungen, die ich hier mache, werden natürlich nicht gespeichert, sondern sind also nur auf dieser Oberfläche. Deshalb, hier geht mir es einfach nur um die Installation. Und was ich jetzt machen muss, um das ein bisschen einfacher zu machen, wäre vielleicht die Sprache zu wechseln. Und dann installieren wir das Ganze hier entsprechend jetzt auf die Festplatte. Wir nehmen uns die SDA, die erste Festplatte, die wir angelegt haben. Ja, wir möchten, dass es dort installiert wird und starten die Installation. Auch das dauert wieder ein klein wenig, bis das Image so entpackt ist und alles rüber kopiert wurde. Aber es geht ja doch relativ schnell, weil ja die ganze Sache sehr schlank ist. Ich meine, wir kommen ja da doch mit deutlich, deutlich weniger Speicher aus als mit manch anderen Systemen. So, so langsam. Ja, manchmal dauert es dann doch länger, als man gerade gedacht, aber da sind wir doch schon. Gut, er macht eine eigene Storage Partition, die brauchen wir aber dann nicht.
So, genau. Und jetzt fragt er uns, wo die Sachen hingespeichert werden sollen. Und jetzt, da wir natürlich eine eigene VM anlegen, können wir natürlich mit Festplatten protzen, so wie wir wollen. Das ist ja bei einem Netcraft haben wir nur eine zur Verfügung. Hier können wir im Prinzip jetzt auch mal eine zweite Platte nutzen. Das haben wir angelegt deshalb. Und wir packen unsere Daten deshalb jetzt auf die zweite virtuelle Platte, die SDB. Und jetzt wird auch die Storage-Partition nochmal angelegt, der ganzen Storage-Daten, die Konfiguration wird hinkopiert. Und dann haben wir das also ein bisschen separiert. Das Ganze macht sich beim Sichern auch für mich einfacher. Fährt neu hoch, die CD, die ISO ist automatisch ausgeworfen worden. Das macht VirtualBox so, das finde ich klasse. Da brauche ich nicht zwei, dreimal hochfahren oder habe dann noch diesen Fehler, dass ich jetzt praktisch wieder hochfahre. Denke, ich kann was ändern, bin aber immer noch auf der Live-CD. Das ist auch schon passiert, habe ich gehört. Und die Änderungen funktionieren immer noch nicht. Aber jetzt, wie gesagt, hier sind wir bereits durch. So, das dauert trotzdem noch. Ja, Interface hat er gemacht und da sind wir. Haben eine IP-Adresse bekommen, alles sieht gut aus. Wir prüfen nochmal zusätzlich wieder, ob der Storage tatsächlich funktioniert und machen nochmal den Connect. Is already mounted. So, das wollten wir sehen und wir öffnen jetzt mal einen Browser auf der 172.27.115. Sollte da die Mikro kommen. Oh, wow, wie das funktioniert. Und dann warten wir mal hier uns einloggen mit den Standarddaten. Und da haben wir auch die Standarddaten. So, und jetzt hatten wir das ja schon mal erklärt und da habe ich jetzt gehört, da gab es auch mal wohl ein Problem, dass es hier Probleme gab mit den Demo-Daten. Und dann testen wir das jetzt gleich nochmal aus. Wir entleeren nochmal das Ganze. Und wie man hier sieht, das funktioniert. Hier haben wir die Outgoing, die wir nicht benötigen. Hier haben wir die Incoming, die wir nicht benötigen. Wichtig ist hier unten den Herrn Smith rauszunehmen, das zu speichern. Dann können wir die Telefonie-Provider rausnehmen. So, dann haben wir jetzt hier die Konferenz. Die Soundfiles müssen noch bleiben. Das Menü. Ah, das war wieder einmal zu vorüber. Das Menü muss raus. Genau, die Call Queue. Die Extensions. Ups. Ah, Herr Nikolai. So, dann machen wir das. Und jetzt kann ich auch entsprechend noch die Soundfiles löschen, wenn ich diese nicht benötige. Und schon ist die Mikro komplett geleert. Nun könnt ihr mal das eigentlich mal abspeichern, könnt das wirklich auch zum Download euch zur Verfügung stellen, aber das machen wir in dem nächsten Schritt. Es sind alle Daten raus. Wir können das auch nochmal schnell überprüfen. So schnell ist es zwar nicht, aber wir machen es trotzdem. Wir machen mal einen Restart und schauen einfach mal, ob danach das wirklich alles so geklappt hat, wie ich es gerade gesagt habe. So, das dauert ein bisschen, aber man kriegt damit, dass wir nicht mehr verbunden sind. Wir können ja im Hintergrund ein bisschen gucken, wie weit unsere Maschine ist. So, da fährt schon alles wieder hoch. Da haben wir die Devices. Und spätestens, wenn wir unsere Interfaces haben, sollten wir eigentlich auch schon wieder zugreifen können. So, da. Schauen wir mal. Okay, dann machen wir mal hier ein neues Laden. Da sind wir schon wieder drinne und unsere Extensions sind leer, alles ist so gerade, wie ich es gerade eben gelehrt habe und ich kann anfangen, im Prinzip meine Anlage mir zu gestalten, Firewall einrichten und Passwörter ändern und ähnliches und so weiter und kann die Sache konfigurieren. Es wird dann noch ein zweites Video geben zur Einrichtung von dem PJ-SIP und der Caller-ID. Vielen Dank und viel Spaß damit.